GTA. Ja, GTA 5. Stimme hat Alien und oder was anderes. Oder was anderes zählt dann zu Outlast. So. Also falls ihr da Lust habt zu voten, dann einfach auf die Facebook-Gruppe suchen, Let's Play Live Show, alles zusammengeschrieben. Und da könnt ihr dann das nächste Spiel voten. Ein wenig interaktiv. So. La, 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 la. Das wär geil für Ladebildschirme so. Dim, 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 dim. Ich dürfte kein Spieleentwickler sein. Oh Gott, ich mach Gruselmusik da. Alien ist nice. Ja, wir müssen Alien ja auch noch zu Ende spielen im Ultra-Hardcore-Modus. Ne? Den haben wir ja. Den müssen wir auch noch zu Ende spielen. Da müssen wir auch noch was tun. So, jetzt bin ich am Überlegen. Jetzt müssen wir nämlich nach Rebecca zum Klavierraum. Der ist. Auf der anderen Seite ist der, ne? Ja, müssen wir nach drüben. Schnellste Weg, glaube ich, wäre hier. Ich wäre für The Last of Us. The Last of Us habe ich leider nicht mehr hier. Habe ich verkauft, habe ich abgegeben. Habe ich ja nur noch besessen wegen dem Let's Play. Weil ich habe es ja damals auf der PlayStation 3 schon gespielt. Und ich hatte mir die Remastered-Version deswegen geholt, weil ich halt ein Let's Play davon machen wollte und das DLC spielen wollte. Deswegen. Streamst du The Order ab 20.02.? Nein, ich gehe nicht davon aus, dass ich mir The Order zulegen werde. Also ich bin mir da noch nicht sicher. Ich weiß, ich muss mir da noch ein paar mehr Infos zu The Order einholen und ein paar mehr Gameplays, weil momentan, was ich jetzt so sehe, gefällt mir das nicht, weil wenn ich schon höre, dass die Story angeblich 8 Stunden nur geht, das ist ein bisschen wenig, meiner Meinung nach. Gut, es kann trotzdem ein gutes Spiel sein, das möchte ich jetzt nicht abstreiten, weil der Stil von dem Spiel gefällt mir sehr gut. Was ich gerne streamen möchte, was auch bald als Release ansteht, ist nämlich Frank. Nein, nicht Frank, sondern Bloodborne strebe ich an. Und natürlich Dying Light, aber momentan fehlen mir halt die Mittel dafür für Dying Light. Moment, welche Tür? Die Tür. Nee. Oder? Ich gehe jetzt einfach mal da rein, ist egal. So. Nein, das war die falsche Tür. Fuck. Scheiße, das war die falsche. Ich hätte nach unten gemusst, ne? Fuck, ich muss nochmal zurück. Was gut ist zum Beispiel, ist Lords of Fallen. Du, ich muss dazu sagen. Hi Frank! Ja, Frank. Hi Frank. Wie geht's dir? Was ich dazu sagen muss, ich bin nicht so ein Typ, der gerne so Fantasy-Rollenspiele und sowas mag. Da bin ich so gar nicht. Und was ich zum Beispiel. Jetzt werden viele sagen, wie kannst du das nicht mögen? Jetzt werden viele sagen, aber Bloodborne ist ja auch sowas. Ja, aber das ist so Geisterwelt und sowas alles. Das interessiert mich ja sehr, dieses Thema. Und das ist halt bei Bloodborne. So mit Wesen, so riesigen Monstern und dieser Style von Bloodborne gefällt mir sehr gut. Aber Rollenspiele, wie gesagt, ich mag zum Beispiel die Herr der Ringe-Filme und sowas. Das gucke ich alles, das mag ich alles. Aber so als Spiel wäre das so gar nicht meins. Da bin ich gar nicht so für. Ja, da seid mir auch nicht böse drum. So, guck mal, sie müsste ja eigentlich hier im Pianoraum stehen, ne? Gucken wir mal, wo sie ist. Prost. Habt ihr dies von Dying Light vorbestellt? Leider 4 Wochen später. Ja, da haben sie verschoben. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, warum. Wo ist Rebecca denn vielleicht wieder unten im Safe-Raum? Kann das sein? Wo ist die denn jetzt? Die Olle. Wo ist die Olle denn? Ja, ich weiß, dass du da drin bist. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da in den Safe-Raum jetzt mal kurz reinkommen. Das heißt geradeaus. Okay, und dann rechts. Ja. Hallo, geh da rein. Ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf, die Melodie. Ich weiß nicht warum. Hi! Alles klar? Die Jungs, die taumeln immer noch da rum. Rebecca! Wo bist du hin? Also ich habe jetzt nur die Vermutung, dass sie vielleicht hier unten im Safe-Raum ist.
Das ist jetzt so die einzige Vermutung, die ich habe. Ansonsten wüsste ich nicht. Dann müssen wir das ganze Anwesen nämlich abklappern nach ihr. Das ist ja merkwürdig. Also wenn sie jetzt hier drin nicht ist, dann weiß ich nicht. Tja. Wo zum Teufel ist Rebecca? Shit. Und in dem anderen Safe-Raum ist ja Quatsch, das ist ja nur so eine kleine Abstellkammer. Und im Innenhof ist auch Quatsch, da kommen wir ja sowieso auch nicht weiter. Und in der Residenz turnt sie doch wahrscheinlich auch nicht. Oder müssen wir jetzt zu Gisela? Aber da kann sie, da ist sie ja auch nicht. Verdammt, wo finden wir Rebecca? Oder müssen wir als Chris vielleicht doch mit der Flinte und der Waffe dann halt ist die Pflanze erledigen, weil wir das nicht können? Das wäre ein bisschen mies, ne? Weil dazu, glaube ich, bin ich nicht sehr gut ausgerüstet, oder? Obwohl, so schlecht ausgerüstet bin ich gar nicht. Weil jetzt hier in dem Anwesen jetzt nach Rebecca zu suchen, wäre auch ein bisschen blöd. Weil ich glaube nicht, dass wir die finden werden. Ich habe keinen blassen Schimmer, ich weiß es nicht. Rebecca! Rebecca! Wo bist denn du? Habt ihr vielleicht eine Ahnung? Wisst ihr vielleicht, wo sie sein könnte? Oder sollen wir doch vielleicht die Pflanze ausprobieren, dass wir die erschießen? Kann sein mit Flinte. Wisst ihr was? Ich nehme einfach mal die Waffen mit hier alle und dann probieren wir das mal. Ich nehme auch mal das Kampfgewehr mit. So, Kampfgewehr. Pistole auch vorsichtshalber mal. Nehmen wir mal mit. Was wir haben wir. Nehmen wir alles mal mit, ist scheißegal. Können wir mal ein bisschen kämpfen, ein bisschen Action sehen. Bei Resident Evil. Wie komme ich denn jetzt am schnellsten wieder dahin? Dann gehen wir oben bei Frank wieder vorbei. Der taumelt ja da rum. Das wird lustig. Ja, ich glaube auch, dass das. Hey, ich weiß nämlich gar nicht mehr, was mich hinter dieser Tür erwartet da. Ich weiß zwar Pflanze, ja, aber wie die aussieht, I don't know. Hi Frank! Frank, lass mich. Lass mich, du bist hässlich. Deine Mama fährt Bus. So, jetzt habe ich es dir aber gegeben. So, dann gehen wir mal nach unten. Hi Vladibus, hey Vladibus, hi, willkommen zur Let's Play Live Show und zur 100. Folge und zum großen Marathon. Ein bisschen um das Überleben kämpfen, genau. Bisschen Action sehen. Eigentlich krieg diese Melodie. Ich glaube, in der 24-Stunden-Stream zu Ende sehe ich, glaube ich, kriege die Melodie nie wieder aus dem Kopf. Das ist so eingebrannt dann. Frankie Boy! Ja, Frankie! Und hier war gerade Harry. Harry turnt ja immer noch darum. Harry! Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie immer noch. Und taumeln darum. So, wollen wir mal. Ach ja, hier ist ja wieder Bob, ne? Hey Bob! Alles klar? Uah! Lass mich, Bob! So. Frank, Harry und Bob sind noch im Anwesen unterwegs. Ist es nicht da, wo der Kerl liegt, wegen dem Serum? Das hatten wir schon. Das hatten wir gestern schon im Stream gehabt. Und dann, der Typ ist ja gerade von dem Hai gefressen worden. Also, wir hatten das Serum ihm gebracht. Und dann stand Rebecca am Klavier, weil wir ja Klavierspielerin brauchten. Das hat sie ja gespielt. Dann stand sie da rum. Und dann sind wir jetzt zu den Haien gegangen. Und dann wurde ja der Typ gefressen. Und weg war er. Das war so die Geschichte. Da war Ende. Genau. Und ja, und seitdem ist sie verschollen. Die ist lost. Rebecca ist lost.
Outlast 2 rauskommt, direkt auf Flexi-Stream warten. Oh ja. Ich habe ganz schlimme Befürchtungen, was Outlast 2 angeht. Ich glaube nämlich, dass wird böse Outlast. Das, ja. Jetzt muss ich mal kurz schauen, war das jetzt durch diese Tür gehen? Ich glaube ja, ne, oder? Ich glaube ja, oder? Oder kamen wir da nach Gisela? Gisela? Stimmt, ist richtig. Wunderbar. Mein Gott, was wir noch alles zu tun haben. Spencers Tür müssen wir auch noch aufmachen. Für den Fahrstuhl die Batterie noch organisieren. Ach, und dann muss man noch den Helmschlüssel müssen wir noch besorgen. Dann das Rätsel mit den Krähen. Ach, da ist noch Menge Arbeit hier bei dem Spiel. Ich komme mit Evil Within nichts anfangen. Ja, du, da guckst du am besten mal mein Let's Play an. Dann weißt du, warum ich das Spiel nicht so toll fand und nicht so prickelt. Das, ja. Ich sag einfach dazu, Gegner-Recycling, das ist heutzutage nicht mehr schön. Ich freue mich ja auch, wenn Silent Hill erscheinen wird. Also Outlast 2 Silent Hill wird Geschichte schreiben. Vor allen Dingen bei mir im Stream. An Silent Hill komme ich leider nicht dran vorbei, weil ich großer... Aua! An Silent Hill komme ich nicht vorbei, weil ich großer Silent Hill-Fan bin. Größer wie Resident Evil, muss ich dazu sagen, ist so. Vladi gibt es ja auch noch, ja. Resident Evil 1 sieht auf der PlayStation 4 richtig nice aus. Ja, das ist die HD-Version vom GameCube. Also nochmal ein Remake vom Remake. Quasi. Aber so sah es eigentlich schon damals auf dem GameCube aus. Vielleicht ein bisschen feiner, ein bisschen sauberer die Texturen. Aber ansonsten ist es im Groben und Ganzen die GameCube-Version, die ich übrigens hier auch noch liegen habe, weil der nette HSV-Fan mir ja mal ein GameCube zugeschickt hatte. Ich hatte ja noch einen GameCube-Controller hier liegen und hatte mir auch gleichzeitig dazu Resident Evil 1 und Resident Evil Zero zugeschickt, wo ich noch mal einen Retro-Stream machen möchte, der aber momentan halt noch nicht funktioniert. Da muss ich jetzt hin. Okay. Schöne Grüße an meiner Mutter, Reflex. Ja, schöne Grüße an Marcel. Ja, schöne Grüße an Marcells Mama. Hallo. So. Und du sollst schlafen, meinte sie. Ich? Nein. Warum? Schlafen kann ich noch genug, wenn es zu spät ist. Da schlafe ich dann noch genug. Hier rein war das genau. HSV-Fan, du hast mich nicht vergessen. Wir haben dich alle nicht vergessen, Vladi. Wir haben dich alle nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, ob Anneke noch da ist. Vielleicht möchtet ihr beiden ja euch vielleicht doch mal wieder ein bisschen unterhalten. Ich glaube, hier drin war das. Ne, Raum 3003, genau. Du hast ganz dunkle Augenringe bei deinem Twitch-Profil. Hab ich immer. Ach so, bei dem Twitch-Profil. Ach so, bei dem Profilbild. Ja, das Bild ist auch schon alt. Sollte ich vielleicht nochmal speichern vorher? Ich weiß es gar nicht. Ja, ist jetzt auch egal. Jetzt hat sich's eh erledigt. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Mensch, Mensch, Mensch. Worauf schieße ich denn jetzt? Lalalalalalala, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, komm. Mach ich auch, mach ich das. Uah, geh weg, geh weg, 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 weg. Na super. Mach ich das? Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Hasta la vista, Baby. Uah. Uah. Und ich habe keine Medizin mitgenommen. Natürlich werden wir sterben. Natürlich werden wir sterben. Und ich habe keine Munition. Und ich werde sterben.
Gibt's hier Leben? Lebensenergie? Oh Gott! Die Tür lässt sich nicht öffnen, natürlich, warum auch? Ich werde zu, ich werde gleich sterben, das sehe ich jetzt schon. Was jetzt? Oh, das war's. Das war's. Wo schießt der hin? Auf die Mitte. Nach oben. You are dead. Scheiße, fuck. Gut, es war ja vorauszusehen, dass es ein bisschen Action gibt. Nun gut. Du schießt ja ins Nevada, ja. Nirvana. Scheiße, fuck, Mann. So, laden, jawohl. Ach so, bringt nichts, nur verwundbar, wenn sie aufgeht. Ah, guter Tipp. Das ist echt ein super Tipp. Prost zusammen. La, 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 la. Angst stirbt man nicht. Die hat man. So. Ich nehme mal die gemischten. Ach je, wir haben das mit dem Buch noch gar nicht gemacht, ne? Na, Halleluja. 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 Scheiße. Ach komm, scheiß was drauf. Hallo? Der Tipp könnte glatt von mir sein. Ja, das stimmt wohl. Das Vorfeld, da hast du vollkommen recht. ja, das Buch müssen wir noch mitnehmen. Da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Die dumm, die dumm, die dumm. Wie gut, dass wir gespeichert haben. Das ist schon mal viel wert. Lalalala. Wir machen die Pflanze jetzt alle und anschließend gehe ich in die Falle. Nein, natürlich nicht. Lach jetzt hier noch was rum? Nee, ne? Nee. Ja, wir müssen es rausnehmen. Ja, das kennen wir alle schon. Bla 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 bla. So. Boah, jetzt ein Ben Jerry's wäre geil. Keine Schleichwerbung bitte, ja? Immer diese Werbung, unglaublich. Ja, ich möchte zwei Bücher vertauschen. Wie war das denn jetzt nochmal? Ich glaube so, ne? Ja, möchte ich. So. Hi Shi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Zum 24-Stunden-Marathon. In der Let's Play Live Show. Jeden Freitag, den Samstag, 20 Uhr. Und los geht's. Ich rüste, glaube ich, erstmal das Sturmgewehr aus. Oder das Großkalibrige. Juhu, hab Bier gefunden. Geil. Ich habe auch noch da, aber traue ich mich jetzt nicht zu trinken, weil sonst halte ich es echt nicht durch. So, wenn sie offen ist, nach oben schießen. Dann probieren wir das mal aus. Ja, super. Ja, guckt. Der hat auch Augenringe im Übrigen. Ey, das ist so unfair. Ich kann auch gar nicht laufen. Geh weg.
Geh weg. So, jetzt ist er wieder zu, ne? Jetzt heißt es wieder laufen, oder? Laufen, 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 Lauf, 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 lauf. Oh Mann! Dieses Kackspiel! Kannst ruhig sterben, nichts dagegen. Kann mir vorstellen. Lauf, 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 lauf. Oh, komm! Oh, er ist gleich schon wieder tot. Ja, er ist gleich tot. Ja, er ist gleich tot. Mann! Oh, dieses Kackspiel! Ja, er ist tot. Ja! 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 Bam! Extremgärtner-Trophäe gerade erhalten. Natürlich will ich ihn sterben sehen. Aber heute nicht! Stirb, Kartoffel, heute nicht. Boah, jetzt mal so ein grünes Kraut wäre echt mal super. So, was sagt denn unsere Flinte? Okay, 6 Schuss haben wir noch, das ist super. Ich hatte einfach mal so eine Blendgranate geworfen hätte. Naja. Liegt hier irgendwas? Nö. Hey, was haben wir denn da? Hausschlüssel mitnehmen, natürlich. Und jetzt werde ich so schnell wie möglich, werde ich jetzt erstmal speichern. Wie du sagst, er ist gleich tot und geschafft. Ach, guck mal einer an! Wo kommst du denn her? Hm? Auf einmal ist er da. Mann, du. Guck, der voll die Segelohren. Wo kommt ihr jetzt auf einmal her? It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Ich bin nicht in Ordnung. Die wird doch wahrscheinlich jetzt im Raum sein, ne, oder? Die ist doch bestimmt jetzt hier drin, oder? Ja, kannst du mich heilen? Jetzt steht sie wieder nur dumm in die Gegend rum. Das ist ja super. Na toll. Klasse. Rebecca ist eine Süße. Ja. Aber wir werden jetzt erstmal speichern. Weil ich habe nämlich keine Lust, das schon wieder zu machen. Mit der Pflanze. Deswegen werde ich jetzt erstmal speichern. Puh. Hey, aber wieder eine Menge. Wesker? Wo kommt er denn her? Chris, you're alive. Ja, ich lebe. Words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip. Situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Der ist mir nicht suspekt, der Kerl. So. Und vor allen Dingen, woher kommen die auf einmal alle immer? Urplötzlich sind sie da. Schwupp, wenn man sie braucht, sind sie nie da. Mann, 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 Mann. Spannung pur hier bei Resident Evil in der Let's Play Live Show. So. So. Da
Dann schauen wir mal. Haben wir nicht noch irgendwo genau gemischte Kräuter? Vielleicht können die uns helfen. So. Ich weiß zwar nicht, wofür die Winde wir noch brauchen, aber naja. So, Farbband nehmen wir mit. So, zum Speicher natürlich. Erstmal heilen. Warnung ist immer noch. Gut, mein Gott, müssen wir halt mit leben. Bleibt uns nichts anderes übrig. Und Speicher natürlich. Ja, möchte ich. Stierkartoffel. Weitergekommen? Jupp. Wir haben gerade vor ein paar Minütchen haben wir die Pflanze erledigt. Heute nicht. So. Dim, 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 dim. Und dann werde ich das Farbband auch direkt wieder zurücklegen. So. Das heißt doch jetzt, dass wir doch mal bei der Pflanze noch mal vorbeischauen, denn da war nämlich noch eine Tür gewesen. Ohne Winde kommst du nicht in die Katas. Soll ich die jetzt mitnehmen, die Winde? Ich nehme die Winde dann mal mit. Ich nehme die jetzt trotzdem einfach mal mit. Schauen wir mal. Ist ja egal. Wir haben ja noch zwei freie Plätze im Inventar. So, willkommen zur Let's Play Live-Show zum großen Marathon. Achso, die brauche ich ja hin und her und hin, her und hin. Ja, ich brauche sie nicht. Dankeschön. Ja, das ist halt nun mal das Problem, dass der Stream halt ein bisschen hinterherhinkt. Aber das macht ja nichts. Dann haben wir das jetzt. So, würde ich sagen, gehen wir noch mal mit dem Schlüssel zu der Pflanze. Pflanze. Weil da war eine. Da ist auch ein Raum mit einer Schreibmaschine. Guck mal einer an. Erst wenn ich die Batterie habe, ja. Genau. Kann ich jetzt eigentlich hier drüber laufen? Die Pflanze ist doch eh erledigt, oder? Ja. Gut. Haben wir das auch gesehen. Prost zusammen. Erst wenn ich die Batterie habe, brauche ich die. Deutsche Kartoffel. Stierkartoffel, heute nicht. So. Dann gehen wir nochmal hier rein. Dann gehen wir nochmal in den Raum 003. Zu der Pflanze. Komisch, wie die Leute immer wieder auftauchen. Das ist echt ein Highlight hier. Die ganze Zeit läufst du in dem Anwesen und hier und draußen und so überall alleine rum und auf einmal tauchen sie alle auf. Blöp, blöp. Als ob sie nie weg gewesen wären.